Glaubst du an Prophezeiungen? Die dritte Prophezeiung von Fatima, diese geheimnisvolle und viel diskutierte Vorhersage, scheint sich zu erfüllen, wenn du die Gläubigen fragst. Lange Zeit wurden die Details unter Verschluss gehalten. Die Hüter des Geheimnisses meinten, es sei nicht der richtige Zeitpunkt, um alle einzuweihen. Doch im Jahr 2000 verriet Papst Johannes Paul II. Etwas von dem, was in dem lange verborgenen Umschlag über das Geheimnis von Fatima stand. Sei dabei, wenn wir uns mit der Genauigkeit und Bedeutung der Prophezeiungen unserer lieben Frau von Fatima beschäftigen und warum sich die dritte Prophezeiung im Jahr 2024 zu erfüllen scheint. Die Geschichte von unserer lieben Frau von Fatima. Um es gleich vorweg zu sagen, wenn du auf der Suche nach einer Geschichte voller Geheimnisse, Wunder und Botschaften bist, ist die Geschichte unserer lieben Frau von Fatima genau das Richtige für dich. Im Jahr 1917 geschah in der kleinen Stadt Fatima in Portugal etwas Außergewöhnliches, das um die Welt ging. Drei junge Hirtenkinder, Lucia dos Santos und ihre Cousins Francisco und Jacinta Marto, behaupteten, Visionen der Jungfrau Maria genannt, unsere liebe Frau von Fatima, zu sehen. Es waren nicht einfach nur irgendwelche Visionen. Sie waren mit Prophezeiungen, Geheimnissen und Aufrufen zum Handeln verbunden. Die Kinder sagten, dass ihnen Maria zwischen Mai und Oktober 1917 sechsmal erschienen sei. Sie wurde als heller als die Sonne beschrieben, mit Lichtstrahlen, die intensiver waren als ein Kristallkelch voll funkelndem Wasser. Aber was die Einheimischen und schließlich die ganze Welt aufhorchen ließ, waren die Botschaften, die sie angeblich überbrachte. Der erste Auftritt der Mutter Gottes war ein echter Knüller. Sie bat die Kinder, jeden Tag den Rosenkranz zu beten, um Frieden zu bringen und den Ersten Weltkrieg zu beenden. Aber sie hörte nicht damit auf. In den nächsten Monaten teilte sie drei Geheimnisse mit den Kindern. Die örtlichen Behörden waren skeptisch und dachten, diese Prophezeiungen könnten politisch motiviert sein, vor allem weil sie in den turbulenten Zeiten nach der Gründung der säkularen Republik Portugal 1910 ausgesprochen wurden. Aber diese Skepsis hielt die Flut von Pilgern und Schaulustigen nicht davon ab, nach Fatima zu kommen. Im Oktober war die Vorfreude groß. Die Gottesmutter hatte ein Wunder versprochen. Und am 13. Oktober 1917 wurden Zehntausende von Menschen Zeuge dessen, was als das Sonnenwunder bekannt geworden ist. Berichten zufolge tanzte die Sonne am Himmel, steuerte auf die Erde zu und kehrte dann im Zickzackkurs an ihren Platz zurück. Aber wir wollen uns jetzt nicht in den Details verlieren. Später nimmt die katholische Kirche das alles sehr ernst. Im Jahr 1930 wurden die Ereignisse offiziell für glaubwürdig erklärt und die Vision unter dem Titel »Unsere liebe Frau vom Rosenkranz von Fatima« anerkannt. Die Verehrung unserer lieben Frau von Fatima wuchs so stark, dass eine Basilika gebaut und später von Papst Pius XII. In den Rang einer Basilika Minor erhoben wurde. Was die Geschichte von Fatima in den Köpfen der Menschen wirklich festhält, sind jedoch nicht nur die übernatürlichen Phänomene, sondern auch die bleibende Botschaft des Friedens und des Gebets. Und wir dürfen die Kinder nicht vergessen. Francisco und Jacinta überlebten nicht lange nach den Erscheinungen, da beide der Grippeepidemie von 1918 erlagen. Aber ihre Cousine Lucia wurde Nonne und lebte bis 2005, wo sie viele Schriften über die Erfahrungen und Botschaften verfasste. Die Geheimnisse von Fatima. Du fragst dich bestimmt, was es mit den Geheimnissen von Fatima auf sich hat, oder? Es waren nicht irgendwelche Geheimnisse, sondern Prophezeiungen und Visionen über zukünftige Ereignisse und geistliche Warnungen, die die Fantasie vieler Menschen beflügelten. Aber konzentrieren wir uns zunächst auf die Geheimnisse selbst. Es gab drei von ihnen. Aber lass uns zunächst über die ersten beiden reden, die vollständig enthüllt wurden und eine faszinierende Mischung aus Vorwarnung und geistlicher Führung darstellen. Das erste Geheimnis war eine Vision der Hölle, die Lucia als eine schreckliche Szene mit Dämonen und gequälten Seelen beschrieb, was sicherlich wie etwas aus einem Horrorfilm klingt.
aber sie erfüllte ihren Zweck, indem sie deutlich machte, wie wichtig Hingabe und ein gutes Leben sind, um ein solches Schicksal zu vermeiden. Das zweite Geheimnis war eher eine geopolitische Prophezeiung. Es enthielt eine Vorhersage über das Ende des Ersten Weltkriegs, warnte aber auch vor einem weiteren drohenden Krieg, wenn die Menschheit nicht aufhört, Gott zu beleidigen, und forderte ausdrücklich die Bekehrung Russlands. Interessant ist, dass in diesem Geheimnis sogar Papst Pius XI. Namentlich erwähnt wurde und der Krieg während seines Pontifikats stattfinden sollte, was ein zusätzliches Rätsel darstellt, wenn man bedenkt, dass er zum Zeitpunkt der Prophezeiung noch nicht einmal Papst war. Der Kern des zweiten Geheimnisses forderte auch die Weihe Russlands an das unbefleckte Herz Mariens und versprach Frieden, wenn dies geschehen würde, oder Zerstörung, wenn es nicht geschehen würde. Es ist eine schwere Mischung aus Warnung und Hoffnung, verbunden mit einer göttlichen Intervention, die dich wirklich zum Nachdenken bringt. Nach dem Ende der Erscheinungen wurden die Kinder, insbesondere Lucia, die viel länger lebte als ihre Cousins, unter enormen Druck gesetzt, die Details zu enthüllen. Francisco und Jacinta starben jung, als Opfer der spanischen Grippe, aber Lucia wurde Nonne und wurde schließlich vom Bischof von Fatima überredet, die Geheimnisse aufzuschreiben. Die ersten beiden wurden veröffentlicht, aber das dritte wurde bis zum Jahr 2000 unter Verschluss gehalten, was die ganze Geschichte noch interessanter machte. Aber hier wird es noch interessanter. Die Auswirkungen dieser Geheimnisse sind nicht einfach verblasst. Sie wirkten über die Jahrzehnte weiter und beeinflussten die katholische Frömmigkeit und sogar geopolitische Diskussionen. Die im zweiten Geheimnis geforderte Weihe Russlands wurde während des Zweiten Weltkriegs von Papst Pius XII. Und 1984 von Papst Johannes Paul II. Vollzogen, was den weitreichenden Einfluss dieser Botschaften zeigt. Im Jahr 2017, 100 Jahre nach den ursprünglichen Erscheinungen, hat Papst Franziskus Francisco und Jacinta heilig gesprochen und sie damit zu den jüngsten nicht gemarterten Heiligen in der Geschichte der Kirche gemacht. Das dritte Geheimnis gelüftet. Weil sie lange Zeit als Geheimnis gehütet wurde, hat die dritte Prophezeiung von Fatima Bey vielen Menschen Angst ausgelöst. Manche glauben sogar, dass die dritte Prophezeiung von Fatima im Jahr 2024 eintreten wird. Vielleicht sogar im Juni, wer weiß. Doch bevor wir uns von der Schwarzmalerei hinreißen lassen, sollten wir einen Schritt zurücktreten und uns mit den Fakten und der tatsächlichen Enthüllung dieses mysteriösen dritten Geheimnisses beschäftigen. Das dritte Geheimnis blieb bis zum Jahr 2000 unter Verschluss und weckte weltweit Fantasien und Ängste. Die Geheimniskrämerei selbst schuf eine Aura der Vorfreude und Spekulation, die es mit der Handlung eines Blockbuster-Films aufnehmen konnte. Im Jahr 2000, anlässlich der Seligsprechung von Francisco und Jacinta, gab der Vatikan schließlich den Text des dritten Geheimnisses frei. Der Inhalt, der von Schwester Lucia auf Anweisung des Bischofs von Leiria verfasst wurde, beschreibt eine lebhafte und apokalyptische Vision. Ein Engel mit einem flammenden Schwert, die Erde, die vom Feuer bedroht ist, das aber vom Licht der Jungfrau Maria gelöscht wird. Die Szene wechselt zu einem weiß gekleideten Bischof, von dem viele glauben, dass er den Papst darstellt, der einen mit Ruinen und Leichen übersäten Berg erklimmt, um dann zusammen mit anderen Bischöfen und religiösen Figuren getötet zu werden. Bevor wir jedoch voreilige Schlüsse über Unheilsprophezeiungen ziehen, ist es wichtig, den Kontext zu beachten, den der damalige Kardinal Ratzinger, der spätere Papst Benedikt XVI., angegeben hat. Er betonte, dass die Vision keine buchstäbliche Vorhersage war, sondern ein geistlicher Aufruf zu den Waffen. Die dramatischen Bilder sollten nicht erschrecken, sondern zu Veränderungen und zur Mobilisierung für das Gute inspirieren. Die Botschaft handelte von den Gefahren, denen die Menschheit ausgesetzt ist, und davon, wie der Glaube uns aus diesen Gefahren herausführen kann.
die Interpretation, die den Bischof in Weiß mit dem Attentat auf Papst Johannes Paul II. Im Jahr 1981 in Verbindung bringt, ist überzeugend, aber nicht endgültig. Manche behaupten, die Prophezeiung könnte auf zukünftige Ereignisse hinweisen. Aber Ratzinger warnte vor solchen fatalistischen Interpretationen und meinte stattdessen, dass die Vision die Gläubigen dazu auffordert, mit Hoffnung und Ausdauer zu handeln. Aber hier wird es noch faszinierender. Die Debatte über das dritte Geheimnis ist nicht abgeflaut, sondern hat sich im Gegenteil mit jedem Jahr intensiviert. Enthusiasten und Skeptiker analysieren jedes Wort, jedes Symbol und versuchen zu entschlüsseln, was es für die Zukunft der Welt und der Kirche bedeutet. Der apokalyptische Ton der Vision regt die Fantasie an, aber die übergreifende Botschaft ist die der Erlösung und der Kraft des Glaubens. Glaubst du, dass die Ängste mancher Menschen vor dem Jahr 2024 einen Grund haben? Lass es uns in den Kommentaren wissen. Wenn du das Video magst, gib ihm einen Daumen hoch. Wenn du mehr Videos von uns sehen möchtest, klicke auf eines auf dem Bildschirm oder schau dir unseren Kanal an. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.